Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern hier in SnowRunner begleitest. Ja, ein Holztransport liegt an und ich habe hier den Azov und diese Betonplatten hier, das Loch da drin habe ich noch gar nicht so bemerkt oder beachtet bis jetzt. Dann versuche ich es hier mal nebendran vorbei. Ja, und wie wir dann mit 10 Tonnen Holzstämmen hier durch Schnee und Eis kommen, da bin ich mir noch nicht sicher, lassen wir uns überraschen. Aber erstmal geht's zum Holzlager und laden wir auf. Ich habe den Mastodon auch mal in die Richtung gefahren, weil wir brauchen ja dreimal mittlere Stämme. Der Azov kann ja jetzt hier nur zweimal mit Anhänger. Und ich werde versuchen, also mit dem Mastodon bin ich dann mit Schneeketten übers Eis gefahren. Der hier hat leider keine Schneeketten drauf. Ich werde aber trotzdem versuchen, übers Eis zu fahren. Weil das geht eigentlich relativ gut, habe ich festgestellt. Bis auf die paar Geröllfelder, wo da sind. So, Moment, nicht mit den Rungen hier einhängen. Das wäre etwas suboptimal. Na, da vorne steht der Ja mit dem Radar-Prototypen. Komme ich hier hoch? Ja, das wird schon passen. Ja, ich versuche auf alle Fälle übers Eis zu fahren. Mit dem Mastodon ging das eigentlich super. Den Bullock habe ich mir dann auch noch hier in die Nähe geholt. Mit dem bin ich auch übers Eis. Also es klappt eigentlich echt wunderbar. Zumindest hier, hier noch, da wo ich jetzt gefahren bin. Da gab es keine größeren Probleme. So, Holz gibt es hier, kann ich hier durch. Ah, ich fahre da lang, keine Experimente machen. Ja, das einzige Problem mit dem Mastodon war dann, ich bin dann hier über diese Kuppe gefahren und bin gleich hier runter in die Kuhle rein und habe mir die Schnauze hier im Dreck versenkt. Oh, ach stimmt, da war ja was. Habe mir die Schnauze im Dreck versenkt und musste mich dann da ein bisschen rausziehen. Aber wie gesagt, hat super geklappt. Allerdings weiß ich nicht mehr, wo ich hier lang gefahren bin. Doch, ich weiß wieder. Ich bin nicht übers Eis gefahren. Also ich bin hier am Rand entlang, weil ich Angst hatte, hier einzubrechen. Dann mache ich das mit dem doch genauso. Und den Weg zurück werde ich hier diesen kleinen Weg nehmen, runter zum Eis. Und hoffe, dass ich da bin hier noch nicht lang gefahren. Also ich hoffe, dass das klappt dann. Aber erstmal aufladen. Und ich hoffe, ich brauche keinen Kran zum Aufladen. Da steht der Krantrag empfohlen, aber meistens geht es auch ohne. Da vorne steht der Mastodon eingeparkt. Und wir müssen zum Holz. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Natürlich vergessen, auf morgen zu schalten. Wie üblich bei mir. Aber na gut, das ist ja auch dann schnell erledigt. Ja, wir können so aufladen. So, hier gibt es noch Missionen. Habe ich die schon angenommen? Kann mich nicht erinnern. Nee, habe ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin zwar kurz hier in die Richtung gefahren, aber Mission habe ich noch nicht angenommen. Da drüben ist noch eine, da fahre ich jetzt aber nicht hin. Zu viel Rangiererei. Vor allem mit Anhänger. Muss eh gucken, wie ich da jetzt hier ein bisschen, wie ich da dann umdrehe. Da hinten im Schnee. Drehe ich vielleicht zuerst um und lade dann das Holz auf. Ich hoffe, der Schnee ist nicht zu tief hier. Dass wir da auch rumkommen. Na, das passt schon. Ja, sobald ich mal die aktive Federung für den habe, ist das hier, glaube ich, ein richtig Bombentruck. Nur jetzt momentan, der Standardfederung ist halt die Nase echt weit unten von dem.
Da bleibt man gerne mal in irgendwelchen Bodenwellen und so hängen. Aber ansonsten, super Fahrzeug. So, wir brauchen die mittleren Stämme. Einmal aufladen, zweimal aufladen. Und dann das Beste hoffen. Aber ich schalte kurz auf... Naja, einmal zu weit, war klar. Auf morgen. So, Licht an. Die Warnleuchten mache ich auch mal, falls mir einer entgegenkommt. Dass er sieht, dass wir ein Schwertransport sind. So. Dann geht's ab aufs Eis. Ich hoffe, das wird keine zu rutschige Angelegenheit. Weil, wie gesagt, ich bin ja den Standardweg gefahren. Da sind die Schlammreifen erste Wahl, aber übers Eis natürlich die Ketten. Da wird schon irgendwie hinhauen. Ja, der Burlak hat keine Schneeketten, den habe ich ja hingefahren, aber da sind die Schneeketten, glaube ich, in den Reifen schon eingebaut. Ich glaube, der hat da Spikes oder so dran, auch wenn man sie nicht sieht. Aber ein bisschen gerutscht ist er, aber nicht viel. So, hier links abbiegen und dann gucken, wie wir da runterkommen. Durch den Tiefschnee wollte ich nicht fahren. So, wo geht's hier lang? Da durch die Bäume komme ich, glaube nicht. Vielleicht hier runter. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren, aber... Ja, das sieht ziemlich frei aus. Das sollte gehen. So, wie gesagt, die Geröllfelder hier auf dem Eis sind eigentlich das größte Hindernis. Da schaukelt es dann ganz schön. Auf dem Eis selber geht es. Nur ich bin jetzt mit dem Mastodon natürlich leer hin rüber gefahren. Ich hoffe, das Eis hält auch, wenn wir 10 Tonnen Holzstämme hinten drauf haben. Hoffe ich doch ganz stark. Vor diesen weißen Dingern habe ich ein bisschen Angst. Nee, das ist fest. Oh. Ich über die großen Brocken fahren, wenn geht. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was hier einbricht und was nicht. Ich glaube, hier ist alles relativ fest. Aber sicher bin ich mir immer noch nicht. Solange man, glaube ich, aber hier ziemlich am Rand fährt, ist es kein Problem. Was ist denn da? Oh, das sieht nicht mehr so gut aus hier. Ja doch, hier geht. Ich glaube, ich bin hier ganz auf dem Eis gefahren. Muss noch mal schauen. Oh, ich habe dann Wegpunkt vergessen. Ja, ich bin hier lang gefahren. Und dann einfach hier rüber. Und hier nach oben. Wie gesagt, ich hoffe, das hält das Gewicht. Bei den Eisschollen da muss man aufpassen. Auf die ersten Eisschollen, gleich wo ich mit dem Mastodon da lang bin, bin ich natürlich gleich über so eine Eisscholle drüber. Hat es mir natürlich gleich ein bisschen das Fahrwerk beschädigt. Wie gesagt, hier auf dem Eis ist super fahren. Bis auf diese Geröllfelder. Nur jetzt halt ohne Ketten etwas rutschig.
Hoffe ich mal, wir bekommen hier kein Schleudertrauma noch. Das wäre nicht so schön. Ja, und wie ihr in den Kommentaren geschrieben habt, also übers Eis ist echt viel flotter. Weil ihr doch eigentlich sehr bequem langfahren kann. Ohne größere Hindernisse. Ohne Schnee stecken zu bleiben und sowas. Darf nur nicht in Schleudern geraten. Und nicht auf diese, genau hier waren die Eisschollen. Da bin ich, glaube ich, mit dem Mastodon drüber geheizt. Da hat es gleich eine aufgestellt und wie gesagt, mir das Fahrwerk beschädigt. Ich dachte, ich kann da einfach so drüber, aber nein. Habe ich mich wieder getäuscht. Also hier auf Kola wird man so richtiger Eisrot-Trucker. Wenn ich das hier so sehe, ich hier noch mehr fahre. Hier kommen wieder solche Schollen, so versteckte. Dann biege ich hier mal ein bisschen ab, sicherheitshalber. So, da geht's irgendwie hoch. Bin ich da durchgefahren oder hier lang gefahren? Ich glaube, ich bin da durchgefahren. Mit dem Mastodon war das gar kein Problem. Wie gesagt, der hier ist ein bisschen niedriger. Aber es sollte eigentlich auch problemlos funktionieren. Sobald ich auf der Straße bin, ist alles kein Thema mehr. Das Dörfchen ist auch gleich da vorne. Also sehr gut. Das hat wunderbar geklappt. So, ich glaube, hier geht es sogar im Automatikgang vorwärts. Und hier gibt es keine schwer passierbaren Stellen. Und dann schauen wir uns das Dörfchen dann auch gleich an, wenn wir eh dahin müssen. Passt das doch. So, hier gibt es eine Mission. Die sammeln wir gleich mal ein im Vorbeifahren. Neue Mission entdeckt. Fabriksilhouette, okay. Oh, schau, die haben sogar eine Holzkirche hier. Wie früher. Im Mittelalter. So, zweimal Stämme abgegeben. Fehlt natürlich noch einmal. Und ich würde sagen, wir hüpfen mal kurz in den Mastodon rein. So, da ist er, das gute Stück. Und ja, sorry, der Motor ist tierisch laut. Hört sich zwar genial gut an, aber ist echt brutal laut. Also bei dem Mastodon haben sie es ein bisschen übertrieben, finde ich, mit der Lautstärke von dem Ding. Wie gesagt, auch wenn sich's gut anhört, würde ich sagen, nehmen wir die dritten Stämme auch gleich. Ups, rüber übers Schild. Liefern das ab. Da haben wir schon mal eine Hauptmission erledigt. Oh, ich habe ihn ein bisschen tarnfarbenblau angemalt. Passend zum Eis und Schnee hier, zum Winter. Eine Verladerampe, naja gut, war falsch. Wir wollen uns auf den Truck laden. Egal, den Stamm lassen wir da liegen. Ja, nehmen wir den gleichen Weg. Soll es eigentlich
problemlos funktionieren. Auf dem Eis haben wir da ein bisschen, können wir ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, wie hier im Schlamm. Wie gesagt, hier haben wir die Schneeketten drauf. Da ist nicht ganz so rutschig, muss ich nicht ganz so aufpassen. So, Licht können wir ausschalten, Batterie sparen. Bei diesen frostigen Temperaturen. Bin ich hier richtig? Ja. Ja, der Burlak steht bereit, um den Scout-Tankauflieger wegzubringen. Und wir haben den Jahr hier natürlich noch. Ja, ich muss mal schauen, ob ich mit dem weiter aufkläre oder nicht. Oder ob ich den Radaranhänger einfach mal abgebe. Und das dann irgendwie anders mache. Ich weiß nicht, ich ziehe diese Radarprototypen mit den Scouts nicht gerne in der Gegend rum. Weil das doch immer, sobald da Tiefschnee kommt oder so, da kommt man fast gar nicht mehr voran. So, rüber aufs Eis. Raus aus dem Geröll. Und dann schön gemütlich die Ice Road lang. Hoffen, es geht nicht zu viel kaputt. Was Federung, Motor und sonstiges betrifft. Nicht, dass wir hier noch mit dem Servicefahrzeug ankommen müssen. Das würde dann wieder aufhalten. Also manchmal habe ich Angst vor diesen helleren Stellen. Eigentlich dachte ich anfangs, die dunklen brechen ein. Das sind das dünnere Eis und die mit Schnee drauf halten. Aber ich glaube, es ist genau andersrum. Deshalb bin ich bei diesen hellen Stellen immer ein bisschen nicht vorsichtig, sondern ein bisschen ängstlich, wenn ich die da in die Nähe komme. Ich glaube, diese kleinen Stücke brechen dann trotzdem nicht ein. Also diese kleinen hellen Sachen. Also ich bin, wie gesagt, mir immer noch nicht ganz sicher, was hier genau unter mir nachgibt und was nicht. Also ich schätze mal, da wird noch die eine oder andere Überraschung auf mich zukommen. Also das mit dem Eis hier langfahren war echt ein guter Tipp von euch. Haben ja mehrere geschrieben. Das ist hier echt schon wie eine Straße. Fast. Naja gut. Jetzt wollte ich den Platten ausweichen und habe dafür den Steinchen da erwischt. So, da geht's nach oben. Ja, den Mastodon werde ich hier auf alle Fälle öfters einsetzen, denke ich. Wobei ich bis jetzt noch recht überrascht bin, wie gut es hier auch hier auf diesen Schneestraßen, also auf diesen angelegten Straßen, vorangeht. Bis auf ein paar kleine Löcher habe ich bis jetzt ja noch keine größeren Schwierigkeiten gehabt, bis auf meinen Ausflug im Tiefschnee, also den sollte ich vermeiden. Aber ich denke, da werden schon noch andere Passagen kommen. So, jetzt habe ich den natürlich da direkt entstehen lassen im Abgabefeld. Das war natürlich auch wieder sehr intelligent von mir. Na gut, dann parken wir den noch neben dran hin. So, geschafft. 10.250 Credits eingenommen. Das ist ordentlich dafür, dass es übers Eis so easy geht.
Und ja, mit unseren zwei Holztransportern zum Abschied würde ich sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.